Heute Morgen wurde die 20-jährige Babysitterin Zelda Petersen erstochen auf einem Spielplatz aufgefunden. Die 10-jährige Nicole Schubert, die sich in Zeldas Obhut befand, wurde offensichtlich entführt. Um Hinweise auf einen möglichen Täter zu bekommen, wird Nicoles Mutter auf dem Präsidium befragt. Warum sind Sie noch hier und quatschen? Meine Tochter ist irgendwo da draußen. Wahrscheinlich sogar in den Händen eines Irren. Sie ist doch noch ein Kind! Frau Schubert, ich kann nachvollziehen, dass Sie so aufgebracht sind. Aber unsere Suchtrupps sind schon unterwegs und tun alles, um Nicole zu finden. Frau Schubert, wir dürfen auch nicht vergessen, dass Ihre Babysitterin ermordet wurde. Ja, wahrscheinlich vom Entführer Ihrer Tochter. Und deswegen müssen wir Ihnen Fragen stellen. Ich heiße Lara Grünberg, Kriminalhauptkommissarin. Mein Name ist Bernie Kuhnt, Kriminalhauptkommissar. Ach, guck mal hier. Nachbarschaftsfest. Das jährliche Nachbarschaftsfest steht wieder vor der Tür. Freut euch auf ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik und künstlerischen Performances. Performances. Früher hieß sowas Aufführungen. Wirklich. Los geht's am Samstag um 12. Bei Fragen wendet euch wie immer an euren Norman Gerstl. Na, hoffentlich versaut das Ding jetzt nicht die Party hier. Morgen! Moin! Können wir? Ja, komm mal durch, bitte. Moin. Moin, hi. Und? Ja, wir haben echt eine Sauerei im Petto. Zelda Petersen. 20 Jahre alt. War im ersten Semester fürs Lehramt. Außerdem hat sie in der Nachbarschaft hier gebabysittet. Also auch das verschwundene Mädchen. Gibt's schon irgendwelche Hinweise auf den Täter? Schwierig. Todesursache war ein direkter Stich in den Hals. Gestorben ist sie vor circa einer Stunde. Ich hab noch was für euch. Hier. Was haben wir bei ihr gefunden? Die letzte Nacht war unglaublich. Mit Herzchen. Also wenn das mal nicht persönlich ist. Ja. Vielleicht war es ja eine Tat im Affekt. Möglich. Ich meine, die Frage ist jetzt, was war das Ziel der ganzen Tat? Hat es jemand wirklich auf Zelda Petersen abgesehen und die kleine Nicole war einfach nur eine Zeugin, die der Mörder nicht bedacht hat? Ja, oder jemand wollte Nicole entführen. Und das Opfer hat ihm dazwischen gefunkt. Ja, das kann sein. Ach, ich hab noch was. Hier. Also ich habe bei der Leiche gefunden, das hatte sie in der Hand. Wahrscheinlich von dem verschwundenen Mädchen, das Haarband. Ich frage mich, was für eine mögliche Entführung sprechen sollte. Es gibt ja auch bislang keinerlei Lösungsgeldforderungen, also. Sag mal so, wenn wir Pech haben, war es wirklich ein Fremder, der der Kleine aufgelauert hat. Ich meine, wir können jetzt erstmal nichts ausschließen, müssen wir abwarten. Aber sobald wir noch irgendwas finden sollten, würde ich euch sofort Bescheid geben. Ja? Okay, danke. Okay. Die letzte. Entschuldigung? Guten Morgen, Entschuldigung, sind Sie von der Polizei? Ja. Ich bin Ursula Körner, ich bin die Großmutter von Nicole, dem verschwundenen Kind. Und ich wollte fragen, gibt es irgendwas Neues? Wissen Sie, wo mein Enkelkind ist? Gibt es irgendwas? Frau Körner war das. Ja. Dass Sie sich Sorgen machen, können wir wirklich sehr gut verstehen. Aber ja. Zum jetzigen Zeitpunkt, wir dürfen Ihnen keine Informationen geben zu dem Fall. Es tut mir wirklich leid. Ja, okay. Aber unsere Suchtrupps haben vor etwa einer Viertelstunde die Suche mit den Hunden aufgenommen. Also wenn die irgendwas haben, okay. Melden die sich bei uns. Ja, danke schön. Vielen Dank. Sie könnten uns vielleicht behilflich sein. Ja, gerne. Alles ist besser, als hier einfach rumzustehen. Können Sie uns vielleicht Zugang zu dem Zimmer Ihrer Enkelin geben? Das wäre super. Ja, klar. Ich habe mit Ihrer Tochter auch abgesprochen. Ja, okay. Ich habe den Schlüssel und Sie müssten einfach jetzt? Nur mit mir kommen. Vielleicht finden wir da Hinweise auf Ihr Verschwinden. Ja, gerne. Wo geht's lang? Kommen Sie einfach hier rüber, bitte. Da vorne das Haus. Danke. Frau Schubert, ich weiß, das ist jetzt alles sehr schwer für Sie, aber versuchen Sie sich bitte zu konzentrieren. Was ist heute Morgen genau passiert, also bevor Nicole entführt wurde? Jedes Detail ist für uns wichtig. Es war alles sehr stressig heute Morgen. Nicole und ich haben verschlafen. Es ging drunter und drüber. Und Frau Schubert, kam es vielleicht deswegen zum Streit mit Ihrer Tochter? Ich meine, sowas kann ja immer mal passieren, wenn die Stimmung aufgeladen ist. Nicole war eher enttäuscht. Ich hatte ihr versprochen, dass ich sie zur Schule fahre. Aber das hätte ich zeitlich nicht mehr geschafft. Ich bin alleinerziehend. Ich muss ja auch noch irgendwann arbeiten gehen. Niemand will sie verurteilen. Wir brauchen nur die Fakten. Ja, wir hatten einen kleinen Streit.
Ich habe Nicole klargemacht, dass ich sie nicht zur Schule fahren kann, sondern Zelda, ihre Babysitterin. Daraufhin ist Nicole beleidigt aus dem Haus gestürmt. Wissen Sie, seitdem ich mich von ihrem Vater getrennt habe, habe ich einfach zu wenig Zeit. Vielleicht nimmt sie mir das übel. Da hat Ihre Enkelin ja eine richtige Vorliebe für Zirkus, hä? Ja, das ist richtig. Das ist ihre große Leidenschaft. Ja, sie hat sogar eine kleine Rolle vorbereitet. Sie wollte als Clown auftreten auf unserem Nachbarschaftsfest. Hm. Hatte Nicole irgendwelche Freunde? Ja, die Nicole hat, mit der Jasmin Lersch von der Familie so die Straße so ein Stückchen hoch immer zusammengespielt und die verstanden sich ganz gut. Ach ja, und oh, die arme Verstorbene, die Zelda, die hat dort auch Babysitter gemacht. Okay. Hm? Hat Ihre Tochter noch Besuch erwartet? Nein, 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 auf keinen Fall. Ich gehe mal, ich geh mal schauen, wer das ist. Einen Moment bitte. Hallo Norman, guten Morgen. Komm rein. Pardon, komm ich schon gelegen? Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Ich habe schon gehört, was passiert ist und habe mir gedacht, dass du hier bist. Ja, danke dir. Die Polizei ist auch schon im Haus. Das ist Norman Gerstl, das ist der freundliche Nachbar von Vis-a-vis, der das Nachbarschaftsfest mit organisiert hat, unsere gute Seele. Sie sind dieser Norman Gerstl, genau, von diesem Nachbarschaftsding, richtig? Richtig, genau. Ja, König, Kriminalpolizei, guten Tag. Oh. Herr Gerstl, ich habe gerade gehört, Sie wohnen direkt gegenüber. Haben Sie da heute Morgen vielleicht irgendwas beobachtet, was uns bei den Ermittlungen helfen könnte? Zelda ist Nicole zum Spielplatz gefolgt. Da rennt die Kleine immerhin, wenn irgendwas ist. Auf dem Weg zur Arbeit wollte ich Zelda noch mal auf dem Handy anrufen, um mich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Aber ich habe sie nicht erreicht. Das passt gar nicht zu ihr. Normalerweise ist sie mit sowas sehr zuverlässig. Also bin ich wieder umgedreht und auch zum Spielplatz gefahren. Okay. Und dann haben Sie Zelda gefunden. Ja. Das ist alles meine Schuld. Sie trifft keine Schuld. Vertrauen Sie mir. Bitte. Frau Schubert, das ist jetzt ganz wichtig. Kennen Sie irgendjemanden, der einen Grund haben könnte, Ihre Tochter zu entführen? Ja. Es gibt da jemanden. Also für mich kommt da nur einer in Frage. Und das ist der Sascha. Es ist der Ex-Mann meiner Tochter. Der ist ein richtiges Miststück. Das ist der Vater von Nicole. Der hat meine Tochter geschlagen. Das Kind weiß aber nichts davon. Also Nicole liebt ihn auch. Aber dem traue ich eigentlich alles zu. Ich denke, wir haben es verstanden. Vielen Dank für den Tipp. Okay, gerne. Sagen Sie, Herr Gerstl, wie gut kannten Sie eigentlich Nicole? Ziemlich gut. Sie war des Öfteren bei mir gewesen, wenn die Eltern sich gestritten haben. Wir haben viel unternommen. Haben Blumenbeete bepflanzt, ich bin Landschaftsgärtner. Hatten Sie auch Kontakt zur Getöteten, also zur Zelda Petersen? Ich meine, als Gärtner haben Sie sicherlich viel Kontakt zu den Leuten hier. Zelda kannte ich eigentlich nur vom Sehen. Sie passt ja auf die Kinder in der Nachbarschaft auf. Und ist Ihnen dabei mal irgendwas aufgefallen? Nicht, dass ich wüsste. Zelda war des Öfteren mal bei Familie Lersch. Auch wenn die Tochter schon in der Schule war. Das war das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ja. Gut, wir sind dann soweit durch erstmal, oder? Ja. Die Kollegen würden sich sicher gerne noch mal das Zimmer oben anschauen. Ja, kein Problem. Ja? Ich bin hier, ich lasse die auch rein. Alles klar. Ja. Wenn wir was wissen, wir melden uns. Schönen Tag. Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss. Danke, tschüss. Jo. Dann nehmen wir uns jetzt den Sascha Schubert vor, oder? Ja. Herr Schubert, wann haben Sie Ihre Tochter das letzte Mal gesehen? Na, vorletztes Wochenende mit diesem blöden Sozialarbeiter. Hören Sie, sollen wir nicht lieber nach meiner Tochter da draußen suchen gehen, als hier wertvolle Zeit zu verschwenden? Was glauben Sie, was wir eigentlich hier machen, Herr Schubert? Wir denken, dass das Verschwinden Ihrer Tochter mit dem Mord an Zelda Petersen zu tun hat. Moment mal, Sie glauben doch nicht etwa, dass ich? Ja, Ihr Name ist, um ehrlich zu sein, ein, zwei Mal in dieser Richtung gefallen. Jetzt mal Klartext. Wer will mir hier an Karren pissen, ne? Etwa meine Ex? Natürlich meine Ex. Wer sonst könnte denken, dass ich es war? Für sie war ich ja schon immer der Teufel. Aber dass sie mir jetzt sogar Mord und Entführung vorwirft. Ich meine, wow. Ja, Schubert, da sind Sie aber nicht so ganz unbeteiligt dran, ne? Wenn ich hier so in Ihre Akte sehe,
ist in der Vergangenheit ja schon ein, zwei Mal die Hand ausgerutscht. Ja, ich habe Fehler gemacht, das gebe ich ja zu. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich meine Tochter entführt habe. Ich hoffe, Sie haben auch in Ihren Akten stehen, dass Sie diese scheiß Aggressionstherapie gemacht haben. Das ehrt Sie. Man merkt auch schon sehr viel davon. Dennoch, wir wollen wissen, wo waren Sie heute Morgen zwischen 9 und 11 Uhr? Zu Hause. Ich habe mich fertig gemacht für die Arbeit, habe einen Kaffee getrunken, war um 9 Uhr im Büro. Wo mich übrigens Ihre Kollegen abgeführt haben wie ein Schwerverbrecher. Haben Sie eine Ahnung, wie ich das mein Büro klar machen soll? Mhm.